Hallo? Warte. Ist er weg? Mal gucken, ob er sich auch so um die Ecke gestellt hat. Das ist erstmal nicht. Runtergefallen ist er auch nicht. Erstmal hier die Miete für das Grundstück. Danke. Bitte, bitte. Aber wo ist denn der Ersatz? Vielleicht hat er sich wegteleportiert. Ah, da steht da. Hallo. Ah, hi. Hi. Oh. Hallo. Seht ihr, man kann ihn angucken oder soll ihn angreifen? Das ist doch schon mal gut. Was? Wer war in der Meinung? Wir haben da so große, lange, schwarze Etwas gefunden gehabt, die es nicht mögen, angeguckt zu werden, und haben in seinem Kopf. Achso. Hätte ich aber schon am ersten Tag jemanden angegriffen, also. Am ersten Tag sind sehr viele gestorben. Damit habe ich nichts zu tun. Können Sie das beweisen? Das würde ich jetzt auch behaupten. Man kann ihn angucken, ohne dass er einen angreift. Vielleicht wartet er auch nur ab, bis man ihm den Rücken zudreht. Hau auf! Oder Fräulein Mira hat die Menschen getötet. Nein. Sie hat jetzt einfach zugehauen. Ja. Und? Sie haben mir den Herrn Sascha sogar schon die Klippe runtergeschubst. Ist mir zu Ohren gekommen. Ja, weil er sich weigerte, runterzuspringen und Spaß zu haben. Spaß. Unter Spaß verstehe ich was anderes. Komm, Sie mögen es doch auch, da runter zu springen. Ins Wasser rein. Ja, ins Wasser, aber nicht auf den Sand. Ich glaube, wir gehen wieder rein. Ja. Besser ist das. Schicke Bude. Ja, danke. Hat jemand Karten dabei? Bitte was? Karten! Ach, ich habe mein UNO-Spiel zu Hause. Ich habe nur Satzlinge. Also niemand. Dafür habe ich mein Geld dabei. Wir hätten probieren können. Das ist jetzt doof. Apropos, sind Sie eigentlich die Alchemisten? Ja. Achso, bräuchten Sie sowas? Kann ich immer gebrauchen, ja. Achso, okay. Alchemisten, genau. Ja, es klingt grausig, diese Monster. Ich glaube, die sind wütend. Ja, ich glaube auch. Die sind sehr freundlich, wenn man rausgeht. Die streicheln nur einen. Ja, das sieht man. Ich glaube, jemand sollte sich mal um ihre Wunden. Salz drauf streuen. Nein. Ich glaube. Ich kann gleich in Salz springen. Ich tue es lieber nicht. Ja, mit denen will ich auch nicht anfangen, aber ich denke mal, sie werden daraus Essen machen können. Aus den Pilzen? Oh, jetzt hab ich hier Essen vergessen. Ja, die hab ich von solchen komischen Kühen abgeschnitten. Da gibt's eine Insel, da laufen Kühe mit Pilzen drauf rum. Mavin, wie weit ist denn meine Rüstung? Allerdings, das waren rote Pilze. Ich sind eher giftig. Immer noch kein Leder. So richtig. Hast du schon mal den Jäger gefragt?
Nee, ich habe ihn nur zum ersten Mal erst wieder gesehen. Ist jetzt. Haben Sie vielleicht noch Leder übrig? Gerade eben nicht. Oh. Das letzte Leder hatte ich dem Herrn Seibert gegeben für Bücher. Nein. Ach so. Welchen Seibert? Der von. Ich mein, Tobias. Ja. Komisch, dass Sie ihn so nennen. Haben Sie den Schädel zu weit auf den irgendwo gegen geknallt? Das kann gut möglich sein. Aber er redet immer komisch, wenn er bei mir in der Nähe ist. Vielleicht verwirre ich ihn. Ja, das hat andere Gründe. Nein, ich bin immer ganz normal. Ja, ganz, ganz normal. Also, für mich sieht das anders aus. Sie sind sehr, so als wären sie schüchtern. Ja, aber nur manchmal. Nur manchmal. Sie haben eine Karotte in der Hand. Das ist auch merkwürdig. Nein, er ist Farmer. Ich pack meine Karotte aus, wo ich will. Dann pack ich. Wir sollten vielleicht ein paar Gesetze. Dann pack ich meine Melone aus. Ist ja Melone? Ach, sehr ungewöhnlich. Nicht Setzlinge. Also, wenn schon. Jetzt haben wir alle was in der Hand. Gleich. Dann hab ich meine Axt. Sie hat gewonnen. Ich hab nein, dafür hab ich Pilze. Ich hab Pilze. Sie hat trotzdem gewonnen. Woran hast du das jetzt festgelegt? Dann machen wir das halt so. Axt macht mehr Schaden. Dann machen wir es so. Ja, wissen Sie, haben Sie schon mit der Axt gekämpft? Ja. Achso. Hallo. Ich war mal in der Gladiatorenschule. Hm. Okay. Zwangsweise. Haben Sie Ihre Samen da in der Hand? Ja, die können Sie gerne haben. Hm. Ich habe genug Samen zu Hause. Zack, weißt du davon? Es ist doch Tag, warum höre ich das wie immer? Warum ist die Tür abgeschlossen? Wir sind eingesperrt. Wer hat denn denn das schicke Haus? Hey. Oh, Entschuldigung, Fräulein Sissy, ich wollte sie nicht einsperren. Sie sind sehr seltsam, wenn sie in der Nähe ist. Vielleicht sollten wir die beiden noch alleine lassen. Ich denk mal auch. Melvin, komm. Okay. Ich komm mit. Nein, ja, sie können nein, da. Sie, um das Thema abzulegen. Ja. Haben Sie das schön ausgebaut? Ja. Mir wurde von vielen berichtet, dass sie derzeit viel bauen. Ja. Viel ist relativ. Viel ist sehr, wirklich sehr relativ. Sind Sie Baumeister in der Richtung oder nur Helfer? Wissen Sie, was das für eine Arbeit war, das Konstrukt wieder abzureißen? Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, zu bauen? Ich saß da 4 Tage lang dran. So sah das aber nicht aus. Es war aber so lange. Ich glaube, das wird eine Beleidigung, Mira. Ja, war es auch. Dafür wird die Miete erhöht. Gibt's halt ein Brot dazu. Akzeptiert. Also jetzt noch was. Ja, ich kann bauen. Das Baumeister, Helfer. So. Was wollen Sie denn gebaut bekommen haben? Ein Bauernhof. Auf den stinkt's aber immer so. Der wird das aber nicht. Ich kann Ihnen zeigen, wo er ist. Der wird nicht hier sein. Der ist eigentlich praktisch hinter. Siehst du aus?
Und Kuhm ist gut dort. Wieso unbedingt in der von meinem Haus? Riechen sie schon nicht. Ich hoffe. Außer der Wind läuft. Also, ist da. Haben Sie eine gewisse Vorstellung, was ich Ihnen dort errichten soll? Nicht wirklich. So, ich kann Ihnen den Ort zeigen. Naja, wenn es ein Tierbauernhof werden soll. Stelle? Ja, Stelle und Form. Ja, zeigen Sie mir mal den Platz, bitte. Okay. Ich kann mal schon nicht. Hoffen. Hm. Ich hoffe, jeder kann schwimmen. Ach, auch mein... Menschen... Was? Hat die gerade Menschenhaut gesagt? Nee, ja. Warum? Auch Menschenhaut lässt sich gut verwenden. Und wenn dann hier jemand stirbt und ja. Menschenhaut? Ich bin noch so was. Ich hab keine Haut. Also, das muss mir schon sagen. Hier vorne ist ja nicht da. Da wollte ich noch die Minenarbeiterin fragen, ob sie hier vorne den Berg wegnehmen. Das kann ich nebenbei mitmachen, denn das ist mein zweiter Beruf. Und dann kann ich die Gegenstände auch gleich verwerten. Was würde denn das kosten, so, wenn sie jetzt hier das mit ihnen machen? Es kommt drauf an, wie groß das alles wird. Naja, da muss ja schon etwas zum Lagern sein, dann die Stelle. Dann ein Bereich für das ganze Essen. Sie müssen nicht den Berg jetzt schon gleich wegmachen. Da könnt ihr erstmal da stehen bleiben. Mir reicht erstmal den provisorischen Bauernhof, so einen kleinen. Mit Farm und einem kleinen Stall, wo ich... Und am besten einen Kostenvoranschlag. Die Farm, die würde... die Farm würde ich dann selber anlegen. Ja. Also selber sehen und so. Sie müssten mir nur die Bereiche dann dort markieren. Ja, das kann ich machen. Aber ansonsten kann ich mich kreativ auslassen. Genau, ich lasse ihnen alles so über, wie sie sich jetzt die Vorstellung haben. Okay, ja, so eine kleine Vorstellung hätte ich schon. Und Bezahlung, ich weiß nicht, wollen sie eine Vorbezahlung oder wollen sie danach bezahlt werden? Das machen wir alles danach. Okay. Gut, dann wäre das halt. Okay. Ich glaube, die ist eingeschlafen. Stehen. Was für Gedanken. Ach so. Was haben Sie gedacht? Sie denken ja schon Menschenhaut zu benutzen. Was haben Sie gedacht? Was man für Tränke rausmachen kann. Ach so. Gut, dass ich keine Menschenhaut. Also. Ich will. Sie leben doch noch. Mensch, das ist lukrativ. Kann es gut verkaufen. Ich bin dann mal weg. Meine ihre Haut. Tschüss. Tschüss. Also, ja. Ich werde mich mal auch wieder ins Bett legen. Ich bin noch gespannt, wie Vulcan Bay aussehen. Ja, da dürfen Sie gespannt sein. Aber ich werde mich wohl als erstes um den Bauernhof kümmern, damit die Nahrungsmittelversorgung gesichert ist.
Gut. Können Sie dann hier auch noch so eine kleine Brücke rüber machen, dass ich nicht ständig schwimmen muss? Das kann ich machen. Ja, das wird gut. Ja, das... Gut, dann gehe ich auch noch. Alles klar, schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüssi. Und denken Sie an meine Rüstung, bitte. Ja, mach ich. Ja, dann werde ich mir jetzt mein Werkzeug holen. Meine Baumaterialien und dann werde ich mich ans Werk machen. Und ich werde jetzt nochmal rüberpushen und ihr Zeug durchbraten. Ich muss Ihnen eh noch das, was Sie mir gegeben haben, noch die Hälfte geben. Ja, da können Sie hier eine Kiste aufbauen und das Essen ganz in Ruhe reinmachen. Und aber am besten hier noch so ein Schild mit hinstellen. Dass das für den Jäger ist. Damit sich da keiner dran bedient. Mach ich. Okay, dann noch einen schönen Resttag. Ihnen auch. Danke. Tschüss.